Hi Leute, wie geht's euch so? Also ich muss sagen, eigentlich geht's mir gut, aber ich habe Schnupfen. Jetzt kein richtiges Schnupfen, sondern ich glaube, es ist ein Allergieschnupfen. Ich glaube, ich bin gegen das T-Shirt allergisch, das ich gerade trage. Habe ich tatsächlich. Gegen manche T-Shirts, die ich trage, muss ich niesen. Ich glaube, das hier ist auch so eins. Das Blöde ist, ich kriege das irgendwie in der Wäsche immer wieder zurück. Ich schenke das jedes Mal meinem Bruder und ich kriege das irgendwie immer wieder zurück. Naja, egal. Jedenfalls, heute machen wir nicht weiter in Asker Schloss. Denn, Leute, ich war, ehrlich gesagt, sogar ziemlich faul. Ich habe das ganze Woche über nur LOL gezockt. Dabei habe ich euch eigentlich versprochen, die Patch-Notizen zu lesen. Gut, ich war eigentlich gar nicht so faul. Ich habe den Dachboden ein bisschen weiter ausgeräumt. So 5-6 Stunden über die Woche hinweg. Und im Garten habe ich geholfen, ich habe den Pool geholfen abzubauen. Von der Ebene her war ich gar nicht so faul. Gut, mit Starus habe ich mich dann auch noch getroffen und einem gemeinsamen Freund. Dann haben wir einen Filmabend gemacht. Haben wir uns Naked angesehen. und dann habe ich es halt geschafft, die Patch-Notizen zu lesen. Und ich habe die Version abgedatet. Also wir sind auf 1.11, The Exploration Update, neues Update, juhu! So, und jetzt wollte ich heute eigentlich mal mit euch, weil es ja Exploration Update heißt, explorieren, also einfach die Welt erkunden. Dafür habe ich sogar gehofft, dass jetzt einige von den anderen kommen, aber es ist irgendwie gar keiner da. Ich habe jetzt schon gesagt, ich habe heute um 4 oder kurz vor 4 habe ich schon geschrieben, ja, zwischen 18 und 19 Uhr fange ich an. Jetzt ist mittlerweile 19.13 Uhr, es ist immer noch keiner da. Jetzt habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ich fange jetzt einfach an. Ich habe es ist für sie sogar lukrativ gemacht und ich wollte, dass möglichst viele kommen, denn ich würde auch gerne diese Waldanwesen, ich erzähle dazu noch später was, diese Waldanwesen würde ich gerne erkunden und machen. Und, was ich so gelesen habe, sind die Gegner da wirklich sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Und deswegen dachte ich mir, ja, lasst doch mal in der Gruppe zu so ein Waldanwesen raiden. Und habe dann sogar ein lukratives Angebot in den Minecraft WhatsApp-Chat gesagt, nämlich, dass jeder, der heute kommt und von Anfang bis Ende der Aufnahme dabei ist, wobei ich Anfang der Aufnahme so zähle, sobald ich losgehe, Ende, sobald wir aufhören, damit. Also wer halt bei dieser Erkundungstour dabei ist. Der kriegt dann einen Gegenstand seiner Wahl, den ich extra im Creative-Modus für ihn hercheate oder herhole. Und wenn es sogar 4 kommen, das heißt, ich war eigentlich davon überzeugt, dass Tarek kommt. Die Nektura meinte, sie hat Urlaub, sie kommt definitiv. Sie ist nicht da. Vielleicht kommt sie ja noch, keine Ahnung. Und dann dachte ich, okay, wenn jetzt noch der Gringo oder aber der Kuro oder aber der Darius kommt. Oder ich weiß nicht, vielleicht die Serena, keine Ahnung, wobei ich das sehr stark bezweifle. Zu 99,99% dann würde jeder sogar 2 Gegenstände kriegen. Und falls der Server voll wird, also 6 Leute, kriegt jeder 3. Das heißt, da müssten dann alle kommen, bis auf einen. Und das wird zu nahezu 100% die Serena sein. 99,99%. Das heißt, Darius und Gringe und Kuro müssten alle noch kommen. Dann würde jeder 3 kriegen. Ich natürlich auch. Ich gebe mir aber jetzt keinen Gegenstand, wenn ich nur alleine bin. Also bei 4 und bei 6 jeweils, dann, das heißt, bei 2 kriegt jeder einen. Ist ein bisschen blöd, dass keiner gekommen ist. Ich wollte mir nämlich ein Reparaturbuch geben. Naja. Hab heute schon geangelt und hab tatsächlich ein verzaubertes Buch geangelt. Ich wollte mich nämlich ein bisschen vorbereiten. Ich habe auch meine Diamantspitzhacke rausgeholt. Hab hier auch schon alles ein bisschen repariert. Und übrigens, die Haltbarkeitsbalken, die sehen jetzt ein bisschen anders aus. Das liegt an 1.11, da haben sie die Farben ein bisschen geändert.
Die Farben an sich ein bisschen kräftiger und dafür den Hintergrund komplett schwarz. Naja. Und dann habe ich heute schon ein bisschen gefarmt und ich habe eine Diamanthose gefarmt mit Schutz 4. Die leider nur, ich habe sie verzaubert, hat leider nur Schutz 4. Aber die werde ich hernehmen, denn die hat nur Schutz 3 und Haltbarkeit 3 gut. Aber mit Haltbarkeit 3 dürfte die trotzdem länger halten. Trotz der hier. Aber, und Schutz 4 ist auch besser. Also hier 6 Rüstung, 5 Rüstung. Liegt wahrscheinlich an Schutz 4 oder so, keine Ahnung. Und plus 2 Rüstung, ich hätte auch noch. Das heißt, ist auch nochmal besser. Und ich die Eisen hau ich so lange dahin. Zack. Gut, die hier ist eine normale. Dann nehme ich natürlich mit denen. Jetzt wollte ich als nächstes den Helm machen, aber dann wurde es zu spät. Wobei mir nur noch 2 Erfahrungslevel gefehlt hätten. Schade. Beide Helme, der hat nur halt bei K3. Ganz ehrlich, da mache ich mir einen Diamanthelm. Einfach schnell, denn ein Diamanthelm ist besser als der da. Verzaubern kann ich ihn nicht, außer ich würde ihn kurz auf Level 2 oder so verzaubern. Vielleicht mache ich das sogar. Aber die Schuhe lasse ich definitiv an. Die haben Haltbarkeit 3, Wasserläufer 3 und Feuerschutz 4. Wasserläufer geil, Feuerschutz auch geil. Und Haltbarkeit sowieso. Gut, nur 2 Rüstungen, aber egal. So. Verzaubern werde ich die jetzt nicht. Die werde ich vielleicht später verzaubern. Oder soll ich? So, jetzt haben wir nochmal 2 Rüstungshärte und 3 Rüstungen statt 2 Rüstungen. Soll ich vielleicht trotzdem verzaubern? Was würde der denn kriegen? Einfach mal nachsehen. Feuerschutz 3, Schutz 2, Schutz 1. Ja. Nee. Lassen wir. So, damit wir ein bisschen mehr aushalten, so, dachte ich mir. Und dann Nahrung nehme ich jetzt. Ja, okay, ich nehme ein Stack Nahrung mit. Ich nehme eine Endertruhe mit. Damit wir mehr Loot kriegen, tragen können. Essen, Essen. Ich habe auch einiges an Essen wieder gefarmt. Aber mal, ich glaube, oben. Dann könnte ich das eigentlich auch alles sowieso ganz nach hinten hauen. Denn ich glaube, ich habe oben Fleisch reingetan. In der letzten Aufnahme sogar, glaube ich noch. So, ja, geil. So, kommt dahin. Wir machen natürlich das hier jetzt fertig. So, Feueressenz. Wir nehmen natürlich erstmal Trank der Heilung dieses Mal. Wir sind ja heute nicht im Nether. Okay, das Schwert. Das Schwert, das Schwert. Würde ich eigentlich auch gerne verzaubern wollen. Aber das ist Plünderung 3, Haltbarkeit 3, Schärfe 5. Das ist echt geil. Hat auch nur noch 25 Haltbarkeit. Ich glaube, das repariere ich einfach mal kurz schnell. Habe ich da irgendein Eisenschwert? Nein. Habe ich da vielleicht ein Eisenschwert? Nein, nicht da. Da. Ja, mit Band 2. Geht aber nicht mit Schärfe, also egal. Ich brauche ein neues Schwert. Machen wir mal kurz eins. So, dann reparieren wir das auch noch kurz. Eigentlich schade. Das kostet uns wieder Erfahrungspunkte. Weil ich wollte eigentlich ein Diamantschwert machen, oder? Hätte ich bei Tyrant jetzt noch bekommen. Wobei, es wird jetzt gerade Nacht. Es wird gerade Nacht und wir bräuchten nur eine Stufe und zweieinhalb Balken. Vielleicht mache ich die Nacht noch. Vielleicht kommt ja doch noch jemand her. Und danach will ich das erst 9, ja. Kostet sehr viel. Dann mache ich diese Nacht noch. Aber vorher muss ich doch mal kurz schneizen. Das ist echt unglaublich. Also wenn er morgen nicht schlimmer wird, der Schnupfen, das ist definitiv ein Allergieschnupfen. Wenn er morgen aber auch nicht leichter wird, dann liegt es definitiv an diesem T-Shirt.
So. Wobei, wir könnten auch, ich wollte mir nämlich eigentlich, wobei ich wollte, eigentlich wollte ich ja einen Kartografen herstellen. Und ich glaube, das mache ich auch und ich hau den da rein. Eigentlich wollte ich, habe ich gehofft, Taran kommt ein bisschen eher und dass der dann einen macht, aber naja, offenbar nicht. So, hier rein kommt jetzt ein Kartograf. Oder nein, nein, nein. Der Kartograf kommt auf den höchsten Turm des Dorfes und das hat der hier. Das heißt, da kommt der Kartograf hin, wobei das ein bisschen blöd ist. Nee, wobei der kann auch von hier, kann er hochklettern. Es ist nicht wirklich sicher. Außer wir hauen ihn da hoch. Solange es nur ein Dorfbewohner ist, der hat ja ziemlich lange überlebt. Dann hau ich. Also wie gesagt, einen Kartografen mache ich mir jetzt her. Alle anderen werden sterben. So, Ei. Okay, Spawner. Spawn-Ei. Dorfbewohner, hier. So. Das ist kein. Keiner. Ah, Mist. Ich weiß gar nicht, verliert sie überhaupt Haltbarkeit? Nein, der verliert so gar keine Haltbarkeit. Das ist ein Pfeilmacher. Kommt weg. Das ist, glaube ich, ein ein Waffenschmied. Nein, ein Fleischer. Stimmt, die Schmiede haben ja ein schwarzes Ding. Das ist ein Schmied. Waffenschmied. Ich wollte eigentlich einen Kartografer. Schäfer. Also wie gesagt, den mache ich mir jetzt her, denn ich möchte jetzt zum Update halt diese Ding machen und bis wir da zufällig einen kriegen, das dauert mir zu lange. Deswegen erschaffe ich mir einen. Oh, ich glaube, das ist einer. Ups. Eine Mann. Ich glaube, das ist ein Niemand. Ein Nichtsnutz ist es, glaube ich. Ein Nichtsnutz, der kann nicht handeln, ist also wirklich ein ganz normaler Dorfbewohner. Komisch. Ich dachte, der wäre erst in 1.12 drin, denn ich habe in dem Patch-Notiz nämlich nichts von ihm gelesen. Geistlicher, nein, kein Geistlicher. Das ist schon wieder Nichtsnutz. Wobei jetzt wäre eigentlich gerade Nacht. Oh, dann lassen wir das. So, und gehen jetzt kurz. Ich wollte eigentlich in der Nacht jetzt Monster laden. Ich hoffe auch, dieser Unsichtbarkeitsbug ist endlich weg, da ich jetzt auch die aktuellste Optifine-Version für 1.11 habe. Also neue Minecraft-Version und neue Optifine-Version. Das muss doch helfen, dass dieser blöde Unsichtbarkeitsbug weg ist. Ich hoffe es sehr. Ich habe hier irgendwo eine Spinne gehört. Ich weiß nicht wo. Da. Hier noch eine. Da. So. Da ist noch ein Creeper. Der wusste nicht, wie ihm geschieht. Haben die Erfahrungskugeln auch eine neue einen neuen Sound? Die hören sich irgendwie anders an. Hören sich tatsächlich anders an. Bin noch nicht getroffen worden. Lol. Ups. Okay, ich glaube, das war's.
Und ich glaube tatsächlich AD-Unsichtbarkeitsbug. Das gefällt mir. Endlich können wir mal wieder richtig jagen. So. Ohne Angst zu haben, dass direkt neben uns ein unsichtbarer Gegner ist, der uns plättet, ohne dass wir etwas dafür können. Das wäre ein Dorf für 100 Zombies. Den heilen wir aber nicht. Wir töten ihn. Auf das wir Level 30 werden. So. Oh, der hat eine Schaufel gedroppt. Fallen gelassen. Das ist so schön, ohne unsichtbare Monster. Mist. Nein. Okay, dann halt näher. Oder gleich an Land. So, da drüben. Seite nach. Nein, das ist ein Fall. So. Immer noch nicht Level 30. Das sind Hühner. Dann würde ich nämlich noch den Helm verzaubern. Kurz. Oh Gott. Ich glaube, ich habe ihn fast angesehen. Ich werde ihn ansehen. Aber hier. Es haben jetzt auch mehr Monster tatsächlich Angst vor Wasser. Als vorher. Lol. Level 30! So, der kommt auch auf uns zu. Aber jetzt ist die Nacht eh gleich vorbei. Also Level 33 schaffen wir nicht mehr. Da seht ihr. Deswegen geht es jetzt ab zum... Na? Zum Verzaubern. Aber das mag ich überhaupt nicht. Das auch nicht. Ja, wo sind die Erfahrungspunkte? Ah, da. Und da. So. Der lebt doch. Jetzt nicht mehr. Nein! Ach, das ist so weit unten. Nein, die lasse ich. Die lasse ich. Ich werde der letzten. Ich war heute schon ein bisschen beim Erfahrungspunkt zu sammeln. Und ich werde heute fast ertrunken. Weil ich darunter bin. Wenn mit einem Luftbläschen bin ich unten angekommen und dann den ganzen Weg hoch. Zum Glück hatte ich Regeneration und so. Sonst wäre ich gestorben. So, jetzt brauche ich dreimal Lapislazuli. 1, 2, 3. Und ich bin tatsächlich nicht einmal getroffen worden. Sehr schön. Zack. So, Feuerschutz 3 und Haltbarkeit 3. Das ist schön. Dann hat der Haltbarkeit 3 und Feuerschutz 3. Der hat Schutz 4. Haltbarkeit 1, Schutz 1. Sehr, sehr schön. So, dann legen wir jetzt erstmal die Sachen ab, die wir hier bekommen haben.